könnte noch was probieren. Okay, das Schild können wir nicht. Na dann. Ein Blümchen. Guten Tag. Guten Tag. Aha, was ist mit dem los? Was hältst du von diesem Typ, Harvey? Er ist ein wenig nervös, wenn du mich fragst. Sehr nervös. Regeln messe ich keinen Wert bei. Aha. Über das Telefonieren im Wäscheliftbereich steht hier nichts. Nehmen wir einfach an, es sei verboten. Der Wäscheliftbereich ist stets sauber zu halten. Na toll. Topflappen müssen mit den Henkeln nach oben eingehangen werden. Na, die werden sich wundern. Ah, ja. Ups. Absicht. Über das Mitführen von Geschirr und Küchengeräten steht hier nichts. Nehmen wir einfach an, es sei verboten. Ah, ja. Der Wäscheliftbereich ist stets sauber zu halten. Der Wäscheliftbereich ist stets sauber zu halten. Ich bin bei der Polizei. Ich mache meine eigenen Vorschriften. So läuft das nicht. Gut. Der Wäscheliftbereich ist stets sauber zu halten. Über ein Verbot von Poloschlägern im Wäschelift steht dort nichts. Das ist ziemlich belanglos, oder? Wir hätten uns ja eh nicht dran gehalten. Stimmt. Was hältst du von diesem Aushang, Harvey? Stimmt. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Fahrschein? Ich sehe gar keinen Zug. Das liegt daran, dass es keinen Zug gibt. Wofür brauche ich dann den Fahrschein? Es ergibt keinen Sinn. Ganz langsam. Der Fahrschein ist natürlich für das Wäscheliftsystem. Der Wäschelift fährt einmal quer durch das ganze Haus. Er macht halt im Keller, im zweiten Stock und hier im ersten. Ich möchte bitte eine Karte lösen. Haha, guter Witz. Die Fahrscheine sind begehrte Objekte in diesem Haus. Es gibt nur eine Handvoll. Und du bist noch lange nicht dran. Also... Wie bekomme ich denn dann einen Fahrschein? Das ist doch vollkommen unlogisch. Das System ist wasserdicht. Ich habe es mir selbst ausgedacht und es ist wasserdicht. Dann muss es doch eine Möglichkeit geben, eine Karte zu bekommen. Gibt es auch. Alles ist berücksichtigt. Jeder kommt dran, wenn er an der Reihe ist. Aber hier gibt es keine Reihe. Dann gehst du sie wohl besser gleich suchen, oder? Anstatt hier rumzustehen und die Reihe zu blockieren. Wer ist denn als nächstes dran? Als nächstes ist die Nummer 2 dran. Und wer ist die Nummer 2? Das fragst du sie am besten selber. Ich gebe keine Informationen über Passagierepreis. Na toll. Wer hat denn alles eine Karte? Es sind viele Karten im Umlauf. Einer hat Herr Mantel. Er hat eine Dauerkarte und ist unser treuester Kunde. Das heißt, er wohnt im Wäschelift. Eine weitere Karte hat Professor Nock. Ah, er besucht damit regelmäßig seine peruanischen Bernsteinminen. Und damit sind die peruanischen Bernsteinminen im Erdgeschoss gemeint. Die dritte Karte hat der Alumann. Allerdings spiele ich mit dem Gedanken, sie aus dem Verkehr zu ziehen. Er benutzt die Karte nicht vorschriftsmäßig. Ja, und wer hat noch alles eine Karte? Du sagtest, es sind viele Karten im Umlauf. Wieso? Das waren doch schon viele. Ja. Dein System ist vollkommen unlogisch. Das System ist so wasserdicht wie ein Südwässer. Es kommt einfach immer der Nächste an die Reihe. Aber ich bin die Nächste. Dann kannst du mir auch dein Ticket zeigen. Können denn niemals mehr als die drei genannten Personen den Wäschelift benutzen? Ich meine,
Was ist zum Beispiel mit Ticket Nummer 4? Komm hier nicht mit diesem modernen Snickschnack. Wir haben hier nur die guten, alten, traditionellen Zahlen. 1, 2 und die dritte halt. Die nicht 1 oder 2 ist. Aha, er kann von 1 bis 2 zählen. Was hältst du von dem Typen, Harvey? Ein Kontrollfreak, der so aussieht, als wenn er nur bis 2 zählen kann. Das wird lustig. Du musst Licht ausmachen? Tun wir natürlich nicht. Stopp! Nicht so schnell, Freundchen. Ich muss erst den Fahrschein sehen. Ja, okay, gehen wir erstmal. Überraschung! Huch! Party auf dem Klo. Tja. Wer bist du? Mein Name ist Petra. Gib mir ein P. Oder weißt du was? Behalt das P einfach. Was treibst du hier? Wonach sieht das aus? Ich gebe eine Überraschungsparty. Auf dem Klo. Petra feiert heute auf dem Klo. Wo sind die anderen Gäste? Hallo, es ist eine Überraschungsparty. Was wäre das denn für eine Überraschung, wenn alle Bescheid wüssten? Ja. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Die Party ist doch nicht für dich. Heute ist der Geburtstag von Peter. Oh. Aber sag ihm nicht, dass die Feier hier ist. Es soll eine Überraschung sein. Mal sehen. Du musst mir versprechen, dass du ihm nichts sagst. Okay. Versprech es. Ich versprech's ja. Schwöre. Ich schwöre es. Hoch und heilig. Ja, ja, ja. Stein auf Bein und Gänseklein. Ich schwöre es, okay? Okay, dein Wort reicht mir aus. Interessante Raumwahl. Wie meinst du das? Meinst du nicht, dass mehr Leute gekommen wären, wenn du nicht ausgerechnet auf der Toilette feiern würdest? Ich weiß nicht. Es ist immerhin eine Überraschungsfeier. Und was könnte überraschender sein? Überraschend trifft es nicht ganz. Ekelig. Oder absurd. Das trifft es. Ach ja? Wo hätte ich denn deiner Meinung nach feiern sollen? Wie wär's mit der Bar? Das geht nicht. Peter sitzt schon den ganzen Tag dort und bläst Trübsal. Aha. Es ist doch seine Überraschungsparty. Er ist ein wenig empfindlich, was sein Alter anbetrifft. Ich hoffe, die Party muntert ihn ein wenig auf. Wie wär's mit dem Kaffeeraum? Huch, nein! In diesen Raum gehen wir nicht mehr. Einmal sind 3 Menschen dort drinnen verschwunden. Es waren Schauspieler. Ich glaube, sie wollten für ein Stück vorsprechen. Sie sind nie wieder rausgekommen. Wie wär's mit dem Fernsehzimmer? Nein! Ich kann Partys nicht ausstehen, wo jeder vor der Glotze hängt. Nee, da gibt's die Audiokommentare hier nicht mehr. So eine Schande. Wie wär's mit dem Aufenthaltsraum? Das war auch mein erster Gedanke. Aber König Adrian war dagegen. König Adrian? Er regiert den Aufenthaltsraum. Wissen wir. Er ist ein weiser und gerechter König. Und man erzählt sich, dass er hellseherische Fähigkeiten hat. Leider empfängt er nicht häufig jemanden. Sein Adjutant, dieser Drögelbecher, ist genauso zäh, wie er attraktiv ist. Jeder Raum wäre besser gewesen. Ich find's nett hier. Kennst du einen Weg hier raus? Warum sollte ich hier raus wollen? Hier ist immer was los. Und die Leute sind nett. Außerdem muss einem hier drin nichts peinlich sein. Wenn man mal die Hose vergisst, fällt es niemandem auf. Wenn du hier raus willst, sprichst du besser mit Almilio. Wenn du ihn findest. Ich glaube, er arbeitet gerade an einem Tunnel. Wenn du ganz verzweifelt bist, kannst du auch mit dem Schlüsselmeister reden. Aber das würde ich nur im äußersten Notfall tun. Der Typ ist gefährlich. Seine Einzelzelle ist allerdings im 2. Stock. Da musst du schon bis nach dem Essen warten. Dann werden wir nämlich in den Schlafsaal gebracht. Schlüsselmeister, ja.
Feuer noch schön. Werd ich. Ach ja, mach das Licht aus, wenn du gehst. Mal sehen. Guck mal, Harvey. Fingerfood. Na super. Vielen Dank auch. Oh, sorry, Kumpel. Ich vergesse immer, dass du keine Finger hast. Ja. Ich kann auf der Toilette nichts essen. Ist so ein Tick von mir. Ach, verstehe ich nicht. Ich will nicht gleich alles nehmen. Na, ihr Appetithappen? Es bricht sich. Appetithappen. Nicht ah, wirklich ja. Appetitlich, Fingerfood direkt neben den Toiletten aufzubauen. Tja. Den Dip. Ich will nicht gleich alles nehmen. Können wir noch Chips mitnehmen? Hier, Chips. Ich glaube, sie hätte etwas dagegen. Dann mach mal das Licht aus. Das wäre aber ziemlich unhöflich. Du kommst ja nur nicht ran. Das außerdem. Disney war hier, ich bin mir ganz sicher. Versteck mich! Ganz ruhig, kleiner Kumpel. Walt Disney ist tot. Er kann dir nichts mehr tun. Zu bunt! Zu bunt! Können wir... Das wäre aber ziemlich... Du kommst das... Hättest du noch rankommen können. So, hier haben wir noch eine Tür. Oha. Zickzackschere. Mir ist ein Inventar, ein neues Ding im Inventar zu zerstören. Entschuldigung? Die brauche ich noch. Ein Generalschlüssel. Sachen gibt's. Nur weil ich hier stehe und mich darüber ärgere, bin ich bereits Teil des Kunstwerks. Es ist verlockend, aber genau das macht das Kunstwerk aus. Je mehr ich mich darüber ärgere, dass ich diese Kunst zu sehr zu schätzen weiß, als dass ich den Schlüssel entwenden würde, desto genialer wird das Werk. Und desto weniger kann ich den Schlüssel nehmen. Und umso mehr ärgere ich mich. Dieses Kunstwerk spricht mich an. Gleichzeitig verspottet es mich auch. Ja. Das ist Kunst. Nein, das ist Kacke. Das ist Scheiße. Mann. Hallo, Bienenmann. Hallo, Fremde. Nenn mich ruhig Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna. Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Er hilft mir, hier rauszukommen. Servus, Harvey. Nettes Outfit, Alter. Kennst du einen Weg hier raus? Der naheliegendste Weg wäre wohl eine geistige Genesung. Das passiert allerdings so gut wie nie. Vielleicht, weil die Kriterien geistiger Genesung dem Urteil des Doktors unterliegen. Und mal ehrlich, wer würde seinen eigenen Stammkunden eine Bedarfsdeckung bescheinigen? Ganz schön zynisch für jemanden, der ein Bienenkostüm trägt. Wie dem auch sei. Einige der Bekloppteren unter uns benutzen das alte Wäscheliftsystem. So gelingt es ihnen, unerlaubt die Stockwerke zu wechseln. Der Wäschlift in die Freiheit muss aber noch gebaut werden. Aha. Warum hat man dich hier eingesperrt? Du wirkst so klug und aufgeräumt. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, es hängt mit meiner Kleidung zusammen. Männer, die Bienenkostüme tragen, haben einen schlechten Ruf.
Tja. Woher glaubst du, rührt der schlechte Ruf des Bienenlooks? Ganz klar. Die Medien. Männer in Bienenkostümen werden quer durch die Medien als Witzfiguren dargestellt. Und der Hauptschuldige? Kinderanimationsfilme. Zeichentrickfilmautoren führen eine regelrechte Kampagne gegen uns. Der Mexikaner aus Die Simpsons. Willy aus Biene Maya. Oder die Familie Dalton in Lucky Luke. Männer in Bienenkostümen sind die Clowns der Medien. Warum trägst du ein Bienenkostüm? Aus Solidarität mit anderen Männern in Bienenkostümen? Um die insektoide Tracht für den Weltmarkt zu öffnen? Als Realsatire? Um die Modebranche zu boykottieren? Und letztlich, um meiner Bewunderung für unsere fleißigen Honigsammler Ausdruck zu verleihen? Du hast eine Wette verloren. Ich habe eine Wette verloren. Ja. Warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser fressen kann. Und wie ich fürchte, als Ventil für meine überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion. Überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion? Igitt! Ja, das ist kein Zuckerschlecken. Das sollte am besten nicht mal im selben Gespräch wie Zuckerschlecken vorkommen. Diese Überproduktion ist bei mir so eine Art allergische Reaktion auf Heißgetränke. Okay, wir brauchen dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Ein Becher. Wie war das noch mit dem Ohrenschmalz? Es handelt sich um eine Art allergische Reaktion auf Heißgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Malst du was Bestimmtes? Ich warte noch auf Inspiration. Ein Schluck Kaffee würde mir sicher helfen. Aber ich schäme mich wegen meiner Allergie. Deswegen brauchst du dich doch nicht zu schämen. Meine Allergie führt zu gesteigerter Ohrenschmalzproduktion. Oh. Ich mach dann mal eine Fliege. Nur zu. Ja. Was hältst du von dem Typen, Harvey? Mir fällt nichts Ungewöhnliches an ihm auf. Ich hab hier was für dich. Ich hoffe, es ist nicht wieder ein kaputtes Stuhlbein. Nein. Und? Was ist es dann? Ich bin ungeheuer gespannt. Es, ist ein immaterielles Wirtschaftsgut. Verstehe. Wie das Konzept für ein marktfähiges 2D-Adventure-Spiel. Exactamundo. Dann stell dein immaterielles Wirtschaftsgut bitte da hinten in die Ecke. Dort ist die Luftbewegung nicht zu stark. Wir wollen doch nicht, dass es sich verflüchtigt. Spielst du Polo? Nicht mehr. Die Pferde haben zu viel Angst vor mir. Aber ich bin ganz gut im Eiskunstlauf. Warum fragst du? Nicht wichtig. Für einen Freund. Möchtest du meinen Kugelschreiber? Nein, danke. Ich bevorzuge die Wachsstifte. Das ist eine Vorliebe von mir, die vollständig unerklärlich ist. Ja, und die doch eine gewisse Ironie in sich birgt. Das klappt so nicht. Ich habe keine stichhaltigen Beweise gegen ihn. Etwas Senf dazu? Wozu? Dazu. Sieh zu. Wie zu? So zu. Wozu? Korfu. Ach, dazu. Sag ich doch. Ja. Etwas Ketchup dazu? Wozu? Dazu. Sieh zu. Wie zu? So zu. Wozu? Korfu. Ach, dazu. Sag ich doch. Magst du Töpfe? Die Frage ist mir zu persönlich. Brauchst du zufällig ein Messer? Wir benutzen hier in der Beschäftigungstherapie keine Messer mehr. Seit diesem Vorfall wird nur noch geklebt und gefaltet. Was für ein Vorfall? Der Barmann hat Professor Nock versehentlich einen Lungenflügel amputiert. Dabei wollte er sich nur eine Semmel schmieren. Und jetzt klebt und faltet ihr eure Semmeln? Ich habe bereits 10 Kilo abgenommen. Brauchst du eine Gabel? So dringend wie einen dritten Fuß. Wow, mit einem dritten Fuß wäre ich richtig kick-ass. Dann behalt die Gabel doch einfach. Tja. Brauchst du zufällig Topflappen? Zufällig nicht. Ich habe immer ein eigenes Paar dabei. Und das ist farblich auf mein Kostüm abgestimmt. Wow, tauschen wir?
Na gut, warum nicht? Oha. Tauschen. Und andersrum den Knopf klappen. Willst du telefonieren? Nicht nötig. Wir Bienen kommunizieren über unsere Tanzchoreografie. Echt? Dann kannst du mir vielleicht sagen, was es mit Stepptanz auf sich hat. Es ist eine Art Bienen-Hip-Hop. Alter. Hier, kauf dir mal anständige Klamotten. Was genau meinst du mit anständig? Ein nach hinten offenes Nachthemd und dazu eine fliederfarbene Unterhose? Das trägt man jetzt so. Ist der neueste Schrei. Möchtest du Bohnendip? Lieber nicht. Dafür genieße ich die absolute Kontrolle über mein Verdauungssystem zu sehr. Möchtest du Chips? Nein. Ich bin so schon durstig genug. Ich habe mir deine Zickzackschere genommen. Wenn ich dir einen Rat geben darf, leg sie zurück. Sie bringt nur Kummer. Wieso? Was ist denn passiert? Sagen wir mal so. Früher war ich der Hornissenmann. Ui. Ah ja, will ich gar nicht wissen. Keine Chance. Ich boykottiere die Beschäftigungstherapie. Nein, die Chips gehören jetzt mir. Nein, das Zeug hat schon lange genug gestanden. Ich messe der Beschäftigungstherapie keinerlei... Hallo, Vermittlung? Ja, bitte? Ich hätte gern die Nummer von einem Regal. Oh, da gibt es viele. Welchen Anfangsbuchstaben soll es denn haben? Egal. Bah, Beschäftigungstherapie lässt mich sowas von kalt. Das ist fast ein Anagramm, aber eben nur fast. Gabelregal? Keine Chance. Ich boykottiere die Beschäftigungstherapie. Gabelregal. Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Das spricht mich alles überhaupt nicht an. Den Topf behalte ich lieber. Wird Zeit. Schwerer Fall von Zeitdiebstahl. Dieses Holz wurde bereits vermöbelt. Die Regalbeine sehen alle noch okay aus. Was hältst du von diesem Regal, Harvey? Ich kann es nicht ausstehen. Lass es uns umkitten. Schade. Zu schwer. Dann müssen wir uns etwas anderes zum Umkippen suchen. Na ja, Änderungs. Papier. Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Aber dann kann es niemand mehr benutzen. Wie schade. Aber dann kann es... Das ist kein... Ja. Staffelei. Ich nenne es Freiheit im Zickzackkurs. Sieh mal, Harvey, eine unbenutzte Leinwand. Schnell, wir müssen sie verhunzen. Verhunzen! Ja. Sieh mal, Harvey. Sieh mal. Sieh mal, Harvey. Sieh mal, Harvey. Okay, wir konnten sie nicht verhunzen. Nein, danke. Ui. Leck. Ich hab... Sieh mal, Harvey. Schade. Ui. Lecker. Lecker? Harvey, das ist nur eine Staffelei. Oh, so ein Ärger. Ich habe in der Kommandozeile Waffeleisen gelesen. Ja. Oh, hallo.